Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Workers and Resources Soviet Republic. Ich freue mich. So, wie viel haben wir jetzt drauf? Wir haben 17.000 Rubel hier gerade aktuell in der Ladung. Warte mal kurz, ich versuche mal den ganzen Zug. Achso, das ist die Lok, die wir hier anklicken. Ich weiß nicht, halt nicht, wie voll das Ding ist. Ach, 503. Steigt das an? Okay. Na gut, vielleicht wird es jetzt besser. Wir fangen jetzt mal an. Wir schließen jetzt mal Folgendes an. Geht das nicht? Ach, vielleicht, weil es noch nicht fertig ist. Warte mal kurz. Dann machen wir das nochmal weg. Kann ich das nicht? Ach so. Gut. So, und dann geht das hier raus. Schöne, schöne Chemiefabrik, Mensch. Komme ich jetzt hier nicht weiter? Warum geht das hier nicht? Ah, weil ich ein bisschen... ja, genau. Weil ich ein bisschen zu weit hier gebaut habe. Okay. Aber hier komme ich doch auch so drüber. Ja, okay. Lang. Nein, echt? Ist das Pumpending zu lang? Okay. Pass auf. Dann machen wir es halt wirklich so direkt, wie es geht. Na also, funktioniert doch. Aber ganz schön knapp, die Nummer. So. Dann gehen wir her und bauen jetzt... ein Denkmal hier hin. Auch für die Schiene. Und stellen hier Papeln auf. Können wir das doch nur leisten, oder? Ja. So. Gut. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Und zwar, wir bauen jetzt hier... für Straßen... eine Busplattform auf. Mit dem Fußweg dran. Dann wird der Bereich hier jetzt mal kurz zu einem etwas hübscheren Bereich aufgerüstet. So. Den machen wir jetzt schöner. Schnappen wir uns mal... Jetzt weiß er nicht, wohin, ne? Ah! Schnappen wir uns den mal. Der kriegt eine neue Haltestelle hier unten noch.
muss jetzt noch irgendwo einer sein. Aber jetzt warte mal, das Ding ist ja auch noch so ein Ding. Das ist eine... Ach so, das ist nicht eine Belade... Ah, verstehe. Da müssen wir einen Passagierzug hinfahren lassen. Okay, aber das ist jetzt die Sache, macht die Sache komplizierter. Jetzt brauchen wir ja hier Haltesignale. So. Und dann müssen wir jetzt Ausweichgleise bauen und so Zeugs. Also pass auf, jetzt machen wir erstmal Folgendes. Und zwar hier kommt jetzt erstmal eine hin. So. Ah nee, Quatsch, die war blödsinnig. Kann ich die einzelnen wegmachen? Na toll. Gut. Ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn Güterzüge hier auf derselben Spur fahren. Wirklich nicht. Das kann gerne so sein und Passagierzüge ja gleich mit, ne? So, das ist eine. So, hier eins. Wir können einige Züge allein in dem Bereich fahren. Okay, das ist unser erster Überholpunkt. Okay, dann lassen wir hier einspurig weitergehen. Machen hier oben nochmal eine Geschichte hin. Nach dem Tunnel. Ah, das geht nicht, oder was? Ja, weil wir das so hingetrickst haben, ne? Das haben wir so ein bisschen gemauschelt, das Ding. So. Je länger das geht, desto besser ist es. Wir müssen bloß ein bisschen aufs Geld achten. Nur ein bisschen. Also bei spätestens 4 Millionen muss ich einen Plan machen, wie ich es haben will. Dann machen wir das so. Okay. So geht das. Das ist ja geil. So, wenn jetzt jemand in dem Block drinnen ist, müsste er eigentlich zumachen. Ein bisschen, da bräuchte man vielleicht noch so eine, wenigstens so eine Einer. Also eine, so, wo zwei Züge vielleicht sich treffen könnten.
Genau, weil das nämlich schon ein ziemlich langes Stück ist. So, dann machen wir das folgendermaßen. Können wir eigentlich in der Zeit nochmal eins reinbauen. Okay, wenn das einmal sauber läuft, dann haben wir da nämlich überhaupt keinen Stress mehr. Oh, guck mal! Dann müssen wir das aber jetzt rausmachen gerade. Das ergibt nämlich jetzt gerade überhaupt keinen Sinn. Das müssen wir auch ändern. Das muss auch raus. Das muss auch raus. Das ist ein Ausfahrsignal. Ne, das muss auch weg. Das muss auch weg. So. Jetzt muss ich mal meinen Zug schnell verfolgen. Ich weiß nicht, wo der gerade ist. Da ist er. Der fährt instinktiv richtig. Aber er müht sich, meine Lieben. So, wir kriegen jetzt mit einem Zug 20.000 davon. Okay, also das klappt echt gut. So, da geht hier das Signal auf Rot. Das heißt, dem dürfte keiner hinten drauf rauschen. Und der passt auch schön in so einen Block rein. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir packen jetzt Passagiere noch oben drauf. Wir kaufen jetzt nochmal einen Passagierzug und gucken mal, was passiert. Also eine Diesellok wollte ich haben. Und das machen wir jetzt mit einem... So eine Russland-Variante, oder? Ja. Ja, die ist mittelteurer. Okay, und dann machen wir jetzt Zugverband. Nur für Passagiere, okay. Straßenbahn, Personenwagen. Machen wir mal 4 Personenwagen drauf. Und dann sagen wir jetzt mit dem Ding, du darfst hier langfahren, aussteigen, einsteigen, genau. Es kann natürlich sein, dass wir das nochmal ändern müssen. Ach was. Das kann man hier nicht als Stopp einplanen. Ja, dann ist es Quatsch. Ah, warte mal. Wenn ich hier oben nämlich nochmal, okay, also das wird hier alles verkauft. Also Vieh ist richtig teuer, ne? 163 Rubel pro Tonne. Elektro ist mega... Also Vieh ist richtig teuer. Fleisch ist mega teuer. 2,50. Was ist denn... Warte mal kurz. Wir exportieren Öl. Das ist voll schwachsinnig. Warte mal ganz kurz. Den Zug werden wir jetzt nochmal ganz kurz verkaufen, bevor er alt wird. Schade drum. Da habe ich aber schon eine Idee, wie wir das machen. Indem wir hier halt einfach eine Busplattform setzen und dann eine einen Anschlusspunkt setzen. Also unser Zug ist auch ein bisschen arg lahm. Da müssten wir vielleicht mal überlegen, ob er da nicht 30 schafft, der theoretisch. Aber wir könnten ja jetzt trotzdem noch eine zweite Möglichkeit bauen. Und zwar, wir bauen jetzt quasi hier mit Gleis nochmal. Sowas. Könnten wir halt jetzt auch mit Förderbändern und Zeugs arbeiten. Machen wir einmal hier einen hin. Obwohl, wir machen den hier hin, so rum.
Da kommt ihr hin. So, und jetzt machen wir Folgendes, und zwar... Wir sagen jetzt, Förderbandverbindung. So. Müssen wir, kann sein, dass wir das nochmal abreißen müssen, aber das werden wir jetzt gleich sehen. LKW Rohstoffe entladen. Warenhaus. Okay, also hier auch zum Beispiel hier bei dem Freilager, da können wir alles Mögliche packen. Okay. Jetzt pass auf, wir haben ja hier den Anschluss. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob wir hier unten durchkommen. Ist egal, oder? Brauchen wir gar nicht. Dann rüsten wir diese Straße auf. So, machen wir das bis hier sauber. Genau. Das hier nicht mehr. So, jetzt haben wir hier einen Abladepunkt, der anliefern könnte. Jetzt nehmen wir mal Folgendes an. Wir haben jetzt hier Essen zum Beispiel. Das ist ganz gut für uns. Das kann weg. Das ist für die, nämlich voll für den Eimer. Die Idee war da. Die Umsetzung, naja. So. Ich habe doch hier hinten noch Fleischproduktion. Da ist Fleisch, genau. Jetzt müsste ich hergehen. Jetzt haben wir aber hier kein Fleisch zum Beispiel, ne? Doch, wir haben ein bisschen Fleisch hier. Kommt hier irgendeiner? Ja, hier gehen Leute auf jeden Fall hin zu dem Bahnsteig. Sorry Leute, ihr müsst alle wieder weg. Ja, das wäre anschließbar. Aber da müssen wir noch einen Plan machen für. Da kommt einer. Der bringt Essen weg. Okay. Dann brauche ich jetzt noch einen zweiten. Und zwar einen Kühllaster. Der war Kühlung. Kaufen wir mal zwei von. Lagerung, beladen. Entladen, müsste gehen. Machen wir dasselbe nochmal. Beladen. Und entladen. Guck mal, das wächst ja voll Kanne zu. Ach, wie cool. Wird ja richtig groß, das Zeug. Müssen wir hinten auch nochmal bauen. Also wenigstens so ein paar Sachen. Ich warte jetzt, bis der auf dem Rückweg ist, und dann starte ich den an. Und hier müssen wir auf jeden Fall mehr Gas geben. Also das ist noch, der reicht noch dicke nicht aus. Da müssen wir umbauen nochmal. Auch mit den Fußgängerwegen. Vielleicht können wir da Hochwege bauen und so Zeugs. So, der hat jetzt Fleisch aufgeladen. Kann der das hier oben auch wirklich ablegen? Das ist nämlich die nächste Frage, die ich noch nicht habe. Normalerweise ja, und dann müsste das ja hier reinkommen. Ah, warte mal, das ist Rohstoffe beladen. Stopp. Mal ganz kurz noch mal schnell schauen, nicht dass ich hier noch was bauen kann und das nicht entladen. Frachtbahnhof.
mal kurz. Hier, da könnte man einen Frachtbahnhof ersetzen. Wäre ja auch kein Problem. Dann machen wir jetzt Folgendes. Als allererstes müssen wir jetzt Folgendes. Dann müssen wir hier eine Entladung... Also müssen wir hier gar keine Entladungsstation machen. Frachtverbindung. Zu lang. Ja, wobei das eh, glaube ich, nicht helfen würde, oder? Ja, okay. Das ist aber gut, trotzdem gut zu wissen. Werden wir auch nochmal umbauen müssen. Dann mache ich jetzt mal Folgendes. Den warten wir nochmal ganz kurz. Dann sage ich jetzt, hier muss ein... Irgendwas, was Fleisch lagern kann, hin. Dann könnte ich jetzt trotzdem hergehen. Könnt ihr jetzt hier das anbinden, oder? Ja, das geht. Okay. Weil dann kann ich nämlich die LKWs umleiten. Weil dann können wir nämlich hier hergehen und könnten hier... So, und dann haben wir nämlich den Ausgang hier. Da ist genau dasselbe Problem wieder. Also da ist irgendwas noch nicht ganz richtig. Aber das kriegen, solange es geht und noch kein Gamebreaker ist, bin ich dabei. Okay, das ist das da. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Das ist ein Bus. Den entfernen wir. Ach so, ja. Dann sagen wir jetzt, es ist der Haltepunkt erforderlich. Jetzt muss der erst gebaut werden. So, bis zur Fleischlagerung soll der jetzt gehen. Dasselbe sagen wir dem anderen jetzt auch. Das ist zum einen auch günstiger für uns. So, Fleischlagerung nach Fleischlagerung. So ist gut. So, und das ist jetzt ein Frachtbahnhof. Okay. Gut, meine Lieben, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Bis dahin sage ich danke fürs Zugucken. Habt eine tolle Zeit. Lasst es gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao. Bis dann.